Frauen auf einem Festival ansprechen und kennenlernen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich vor einigen Jahren mal ausprobiert und da ist ein richtig cooles Video entstanden. Und dementsprechend nehme ich dich heute mal wieder mit in ein altes Video von mir, was ich mit dir zusammen anschauen möchte. Ich werde von Zeit zu Zeit anhalten und dir erklären, wie du gewisse Dinge für dich umsetzen kannst, sodass du auch mehr attraktive Frauen in dein Leben ziehst. Ob jetzt auf Festivals oder im normalen Alltag, wo du Frauen ansprichst oder online oder wo auch immer. Es sind immer die gleichen Abläufe, die du mal verstanden haben musst, und wenn du sie in Fleisch und Blut hast, dann wirst du immer und überall attraktive Frauen ansprechen und kennenlernen können. Und wenn man einmal in der Fülle ist, natürlich ist man dann auch eher bereit, sich die passende Partnerin da rauszusuchen. Bedeutet, es macht nicht nur Spaß, den Weg zu gehen, sondern es ist auch absolut sinnvoll für dich, das Thema mal zu lösen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir springen jetzt hier gleich in das Video rein. Das Ganze war vor 5 oder 6 Jahren in Ungarn am Plattensee. Wir sind damals auf das Balaton Sound Festival gegangen, haben sogar vorher noch eine Nacht draußen geschlafen und es war ein unglaublich geiler Ausflug mit meinem guten Freund, dem Maxi, damals. Ich werde die Zeit nicht vergessen. Ihr werdet jetzt hier gleich einen sehr jungen Hendrik sehen, der noch ein bisschen anders drauf war, aber auf jeden Fall viel Spaß hatte und auch damals schon hübsche Frauen kennenlernen konnte. Also, ich würde sagen, wir springen mal rein und ich schwelge so ein bisschen in der Vergangenheit mit dir zusammen. Ja, morgen Leute, es ist Zeit für ein neues Abenteuer, Zeit für ein neues Infield. Wir sind Zeit für ein neues Abenteuer, Zeit für ein neues Infield. Das war damals tatsächlich vor vielen Jahren immer der Start in die Videos, in die Vlogs, die ich damals gedreht habe. Ja, mittlerweile hat sich auch einiges verändert. Ich lege dir ans Herz, dass du nicht diese weirde Pickup-Sprache verwendest, weil in der Regel ist es so, dass du das Thema aus einer ganz simplen Perspektive betrachten solltest, weil nur dann wirst du wirklich erfolgreich mit Frauen werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Männer, die viele dieser Pickup-Begriffe verwenden und sich zu viel mit dieser Materie beschäftigen, nie wirklich richtig erfolgreich mit Frauen werden. Und ich damals durfte schon auch viel Erfolg mit Frauen haben, ja, aber mittlerweile bin ich ja schon einige Jahre älter geworden, habe sehr viel Erfahrung gesammelt und muss feststellen, dass eine natürliche Herangehensweise die viel bessere Herangehensweise ist, um richtig attraktive Frauen in sein Leben zu ziehen und vor allem auch zu halten. Wir sind schon wieder am Balaton, am Plattensee. Dieses Mal nicht zum Chillen, sondern zum Festival. Es ist gerade das Balaton Sound Festival hier am Plattensee. Ich persönlich war noch nie dort. Ich höre immer nur die geilsten Stories davon und habe mir dieses Jahr gedacht, naja komm, dann fahre ich dahin, nehme mir einen richtig guten Freund mit und dich natürlich auch. Hier im Hintergrund siehst du unser Zelt. Wir haben heute Nacht hier im Zelt geschlafen am See, sind glaube ich um 23.30 Uhr angekommen. Ja, das ist natürlich auch richtig cool. Ja, ich bin halt leidenschaftlicher Angler. Dementsprechend habe ich die ganze Ausrüstung damals in Wien gehabt, sowohl das Zelt als auch 2 Liegen. Ja, wir haben es uns da wirklich richtig gut gehen lassen. Ich bin auch schon mit vielen anderen Freunden an dem Plattensee gewesen zum Angeln. Das sind dann solche Ausflüge, wo man mal wirklich zurück zu seiner Natur kommt. Wo man mal wirklich versteht, was Leben bedeutet. Draußen, in der echten Welt, mit guten Freunden, am Abend. Vielleicht noch einen Grill dabei haben, ein bisschen angeln. Das ist was du auf jeden Fall auch brauchst als Mann für deine persönliche Weiterentwicklung. Weil die Frauen sind das eine, aber richtige Männerfreundschaften sind das andere. Das ist was dein Leben wirklich auch bereichern wird und viel mehr bereichern wird, als ja, viele Frauen zu daten. Wir haben das Zelt noch nachts im Dunkeln aufgebaut, haben jetzt ungefähr 3 Stunden geschlafen, werden uns jetzt noch mal kurz aufs Ohr hauen und danach geht es auch schon los nach dem Frühstück, ab zum Festival, Action Jackson. Ja, ich würde sagen, ich hau mich jetzt erstmal hin. Also, bis später. Da hat der Maxi noch geschlafen auf seiner Liege. Ach, das ist süß. So Leute, wir sind endlich ausgeschlafen. Mittlerweile haben wir es schon 12 Uhr und der Maxi schläft immer noch. Aber wir haben schon gefrühstückt, wir waren schon im Wasser und wir sind einigermaßen frisch. Und ja, ich freue mich, wir fahren gleich los. Ich muss jetzt erstmal so richtig ein bisschen in den Modus kommen wieder, nachdem wir jetzt die ganze Zeit gechillt haben. Es ist wichtig, wirklich Momentum zu erschaffen und das schaffst du einfach nur, wenn du in Aktion kommst. Gleich zu Beginn, wenn du ankommst auf ein Festival, auf eine Party oder wo auch immer, gleich in Aktion kommen. Und wenn du gleich in Aktion kommst, wirst du Momentum sehr, sehr schnell erschaffen können und das wiederum hilft dir. Ich glaube, was ich hier versuche zu erklären ist, dass du dich aufwärmen sollst, wenn du Frauen ansprechen möchtest. Ob das jetzt auf einem Festival ist, in Clubs und Bars oder auch im Alltag.
Alltag auf der Straße, gerade dann, wenn du noch sehr nervös bist, wenn du am Anfang stehst, ist es natürlich clever, sich erstmal in den sozialen Modus zu bringen, weil dann geht die Nervosität nach und nach runter und man wird auch eher man selbst sein. Solange man noch nervös ist, natürlich ist man nicht die beste Version seiner selbst und die Frau wird einen auch eher ausselektieren, ne? Und dementsprechend macht ein Warm-up, wenn man noch am Anfang steht, absolut Sinn. Da gibt es klare Techniken, an die man sich halten kann, damit man schnell in so einen sozialen Modus kommt. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Wenn man allerdings schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann wird man feststellen, ach warte mal, ich brauche ja gar keine Erwärmung. Ich kann ja so auch ganz entspannt spontan auf Frauen zugehen und das funktioniert sehr gut. Mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wir fahren jetzt gleich zum Festival, bauen jetzt noch fix ab und dann geht's los. Infield mit unserer Taktik. Was genau das ist, wirst du später sehen. Also, bis gleich. Da bin ich ja mal gespannt, was das für eine Taktik ist, die wir da zurechtgelegt haben. Ja, genau, damals noch in diesem alten Ford, den wir uns irgendwo ausgeliehen haben, auf so einer Plattform. Unser Plan war zuerst in dem Auto zu schlafen, wir haben dann aber festgestellt, dass das nicht genügend Platz hat, das Ding. Und dementsprechend haben wir dann doch das Zelt aufgebaut. Aber man brauchte damals nicht viel Geld, ja, wir waren beide Studenten zu der Zeit. Unser Geldbeutel war definitiv nicht so prall gefüllt, wie er jetzt ist und wir haben trotzdem die Zeit unseres Lebens gehabt. Ich habe damals auch sehr viele Roadtrips alleine gemacht, wo ich mir einfach für ein paar Euros ein Auto ausgeliehen habe, beziehungsweise ganz früher hatte ich noch meinen alten Mercedes gehabt, den habe ich mir damals für 2000 Euro irgendwo geholt und dann bin ich losgefahren nach Ungarn, nach Kroatien, nach Slowenien, nach Italien und habe einfach im Auto geschlafen, habe es mir hinten bequem gemacht. Ich hatte sogar damals eine sehr attraktive russische Freundin, die eigentlich so eine High-Heel-Schnitte war und die ist dann mit mir auch immer mitgefahren, hat mit mir zusammen im Kofferraum geschlafen und ist in Büsche gegangen zum Pupu machen. Und das erzähle ich dir jetzt alles, um dir so ein bisschen Klarheit zu geben. Du brauchst gar nicht so viel Geld, wenn du noch jung bist, um geile Abenteuer zu erleben, um hübsche Frauen kennenzulernen. Ja, das ist was viele Männer in ihrem Kopf haben als limiting belief. Ich habe es damals auch als Brokey geschafft und es war absolut geil und ich würde nach wie vor gerne wieder solche Abenteuer mit meinen Freunden erleben, wo ich auch gerne draußen schlafe oder im Auto. Wenn sich die Zeit mal wieder mehr ergibt und ich weniger Termine habe, ist das das Erste, was ich im Sommer machen werde. Die Melone darf natürlich nicht fehlen. Ah ja, Balaton, also Plattensee, Melone, Sonne, Sommer, bisschen angeln, ein paar hübsche Frauen ansprechen, auf Dates bewegen. Ah, das ist genau mein Ding gewesen. Fahrradfahren, bisschen noch um See rum. Ah, geil. Die linke Streifen müsste ich eigentlich anmachen. Weil die ist hübsch, ne? Ja, genau, da haben wir dann eine Frau gesehen, als wir gerade auf dem Weg waren zum Pizzaessen und die hat da irgendwie an so einem kleinen Stand gearbeitet für Kinder, die da rumgesprungen sind. Dann habe ich natürlich versucht, sie dort anzusprechen und ein Gespräch aufzubauen. Leider gab es da eine riesen Sprachbarriere, was in Ungarn häufiger der Fall ist. Ja, die Frauen da sprechen nicht so gutes Englisch meistens. Aber ich habe mir damals trotzdem ihr Instagram geholt, wie ich mich entsinne. Gerade schon auf dem Weg zum Festival, aber wir hatten so großen Hunger, dass wir uns überlegt haben, geh mal lieber in die kleinere Stadt daneben was essen. Auf dem Festivalgelände wird es wahrscheinlich das Vier- oder Fünffache kosten. Was will ich dir sagen, auf dem Weg ist uns eine richtig, richtig hübsche Schnitte über den Weg gelaufen. Ich habe das dann natürlich probiert, auch wenn ich jetzt nicht vorbereitet war und damit auch nicht gerechnet habe. Es ist einfach so wichtig, dass du jede Möglichkeit nutzt, das zu machen, weil du musst deine Skills zum Ersten üben und zweitens, es könnte deine Traumfrau sein. Du weißt es nicht. Es könnte immer deine Traumfrau sein. Deswegen probier es jedes Mal, wenn du eine Frau siehst, die dir gefällt. Weil es stellt sich dann heraus, ob sie zu dir passt oder nicht passt oder ob du es vielleicht schlecht machst und deswegen es nicht klappt. Das ist scheißegal, aber es kann klappen. Und es könnte deine Traumfrau sein. Also ja, das ist eine wichtige Message, die ich damals mit an die Hand gegeben habe. Damals als junger Kerl schon so weise gewesen. Ja, es ist wirklich so. Du solltest jede Frau, die du siehst, die dir gefällt, wo du dir denkst, jo, soll ich ansprechen, auch machen. Du solltest hingehen und das Gespräch eröffnen, weil du weißt nie, was draus wird. Es kann sein, dass das die eine Frau ist, die perfekt passt und mit der du dann zusammen im Auto sitzt, in Urlaub fährst und da die Zeit deines Lebens verbringst. Die meisten Männer da draußen lassen zu viele Möglichkeiten an sich vorbeiziehen. Wenn sie nur 50% all diese Möglichkeiten nutzen würden, würden sie
wenn sie ein paar Dinge richtig machen, einen Überfluss an Dates mit richtig attraktiven Frauen haben. Und da ist es eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass da auch mal eine dabei ist, die richtig gut passt. Deswegen, man muss sich diesen Skill antrainieren, weil es bedeutet absolute Freiheit. Ja, du kannst immer und überall selbst bestimmen, wie viele Frauen du datest, welche Frauen du datest, welche du dir dann raussuchst. Also fang an, das Thema für dich zu lösen. Das ist wirklich eine wichtige Message. Immer, ja, das ist das Learning an der Stelle ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt auf dem Weg, wir sehen im Hintergrund schon den Balaton. Ich freue mich riesig und was noch viel geiler ist, wir haben eine alte CD gefunden. Eine Pokémon-CD von, keine Ahnung, von vor 12 Jahren. Und die habe ich jetzt auch gleich mal reingehauen. Und das ist natürlich dieses epische erste Lied, das kennt ihr sicherlich. Wie geil ist das? Ja, das müssen wir jetzt hier wahrscheinlich rausschneiden, weil ich sonst wieder Copyright-Strike bekomme. Aber ja, diese Pokémon-CD, die hatte ich immer dabei. Ja, auch damals, als ich mit meiner kleinen Russin immer in Urlaub gefahren bin oder auch durch Wien gefahren bin, habe ich sie immer damit genervt, dass ich meine Pokémon-Musik angemacht habe. Und die erinnert sich heute noch daran, wenn ich mit ihr quatsche, wie sie damals mit mir da rumgefahren ist und ich die Pokémon-Musik gehört habe. Das könnte man natürlich nicht nur auf Pokémon anwenden, sondern auch auf die Frauen oder auf deine Traumfrau. Du willst ja deine Traumfrau schnappen. Ja, also du musst wie ein Pokémon-Trainer durch die Welt laufen, musst sie dir suchen und musst sie dir schnappen. Wir schauen jetzt auf ein Festival. Wer weiß, vielleicht ist da unsere Traumfrau dabei. Scheißegal. Hauptsache, wir haben eine schöne Zeit. Das ist das Allerwichtigste. Im besten Fall kommt noch was Cooles in die Kamera und wir lernen vielleicht noch coole Leute kennen. Das ist das Ziel. Wir fahren jetzt hin. Ich habe richtig Bock. Das wird geil. Das wird richtig geil. Also Vollgas, let's go. Infield. Wir sehen. Vollgas, Infield, let's go. Naja, aber die Grundeinstellung solltest du auch haben, wenn du Frauen ansprichst. Das Wichtigste ist, dass du Spaß dabei hast. Wenn man zu ergebnisorientiert an die Sache rangeht, dann ist man meistens zu versteift und dementsprechend hat man auch schlechtere Ergebnisse. Der Prozess ist im Endeffekt das, was dich erfolgreich macht. Ja? Du musst verstehen, jedes Mal, wenn du in die Akquise gehst, wenn du Frauen ansprichst, wenn du dich deinen Widerständen stellst, wirst du persönliches Wachstum erfahren. Warum? Sich immer wieder seiner Angst zu stellen, wird dich persönlich extrem nach vorne bringen. Deine kommunikativen Fähigkeiten werden extrem gestärkt, wenn du es lernst, mit fremden Frauen schnellstmöglichst eine Connection aufzubauen. Und natürlich, du fängst auch an, darüber nachzudenken, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst, um noch besser bei Frauen anzukommen. Es hat also nur Vorteile, den Weg zu gehen. Bitte lerne, den Prozess zu lieben und hör auf, dich nur aufs Endergebnis zu fokussieren, weil das Endergebnis wird sowieso kommen, wenn du den Prozess durchläufst. Ganz klar. Da stand er da auf dem Rentier-Ding. Ja, ey, aber das ist so geil gewesen und ich liebe auch solche Ausflüge und dann die Kamera mitzunehmen und ich weiß noch, wie ich mich damals hingesetzt habe, nächtelang so ein Video zurechtgeschnitten habe. Die Zeit habe ich halt leider nicht mehr aktuell, aber diese Ausflüge, oh, das ist wirklich pure Energie, die gerade jetzt hier wieder durch meinen Körper fließt. Das bringt mich gerade wieder zurück in diese alten Zeiten. Mein Ziel ist es natürlich auch irgendwann mal jemanden zu haben, der noch filmtechnisch besser drauf ist als ich, der da richtig geile Aufnahmen machen kann, der das noch schöner zusammenschneidet. Solche Ausflüge, vielleicht auch in einer anderen Art und Weise. Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen für die Zukunft, sowas nochmal umzusetzen. Also wenn da jemand zuschaut, der ein guter Videograf ist und Bock hat auf solche Abenteuer, dann melde dich bei mir. Ja, da können wir drüber sprechen, dass wir da mal irgendwie zusammenarbeiten. Hey, da war es auch verboten, mit einer Drohne rumzufliegen. Ich habe meine aber trotzdem mit reingeschmuggelt und da waren ja auch so viele Drohnen von denen, sodass meine gar nicht zu unterscheiden war von den anderen Drohnen. Und dementsprechend habe ich da richtig geile Aufnahmen gemacht. Stimmt.
Stimmt, damals habe ich noch so einen Bungee-Jump gemacht und boah, ey, ich weiß noch, wie die mich da an den Füßen festgemacht haben, irgendwie mit Klettverschluss. Und dann bin ich da irgendwie über einen See gesprungen, der gerade mal da 20 Zentimeter tief war. Also der hätte mich auf jeden Fall nicht gerettet. Das war auf jeden Fall auch so ein Ding, wo ich aus meiner Komfortzone rausgeschmissen wurde, als ich da hochgegangen bin und dann gecheckt habe, okay, kacke, jetzt muss ich hier springen, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Aber auf jeden Fall nice. Richtig ab, ich freue mich, ihr seid dabei. Let's go! Jetzt geht's Infield. Ich hatte damals keinen Ton dabei oder irgendwie hat der Ton nicht funktioniert, deswegen konnten wir da auch keine Aufnahmen von den Gesprächen machen. Ich erinnere mich, deswegen haben wir das dann irgendwie zusammengeschnitten. Da habe ich mir auf jeden Fall damals das Instagram von beiden geklärt, das weiß ich noch, und ein bisschen Blödsinn mit denen gemacht. Die haben wir später auch wieder gesehen. Damals noch mit meinem Rucksack. Ja, und die beiden, die da gerade am Strand sitzen, die haben uns die ganze Zeit beobachtet, als wir da irgendwie rumgeblödet haben mit unserem Ball, den wir dabei hatten. Und dementsprechend bin ich dann hingegangen. Und ja, mit denen haben wir dann zusammen rumgeblödet im Wasser, das weiß ich auch noch. Dieser Rucksack einfach, ey, sieht auch aus wie so ein Student. Ich war ja damals auch ein Student, aber naja. Leute, Teil 1 ist vorbei. Es war super verrückt. Ich bin Bungee-Jumpen gewesen, habe viele Sets eröffnet und ich habe es wieder gemacht wie beim letzten Mal. Zweier Sets alleine eröffnet. Ja, auch so diese komische Sprache, Sets eröffnet, fühle ich überhaupt nicht mehr. Ja, damals als Jünger war das halt so, aber irgendwie finde ich das total cringe. Einfach ganz normal reden, ja. Ein paar Gespräche gemacht, ein paar gute Frauen kennengelernt. Fühlt sich besser an und ich weiß nicht. Und wenn es gut lief, Telefonanruf, den Maxi dazu geholt. Und dann haben wir das Ganze zu zweit gerockt. Das hat zweimal sehr gut funktioniert. Wir haben mit zwei Frauen sehr lange Zeit verbracht und werden die nachher auch wiedersehen. Ja, richtig geile Atmosphäre hier. Die Sonne geht hinter uns unter. Die Leute sind gut drauf. Also, wir sehen uns später. Infield, bis später. Infield. Ah ja, genau, alles klar. Jetzt kam das Freehug-T-Shirt zum Einsatz und die blinkende Brille, wo ich praktisch das Experiment gemacht habe, mich in die Masse zu stellen und mal zu schauen, wer mich umarmen möchte mit Freehugs. Ich probiere jetzt was Spezielles. Ich stelle mich jetzt genau dahin. Mit der blinkenden Brille, der blinkenden Fliege und meinem Freehug-T-Shirt. Ich mache einfach gar nichts und schau, was passiert. Wir sind schon ein bisschen müde. Das ist einfach das Einfachste wahrscheinlich. Wir gucken mal, ob was passiert. Vielleicht stehe ich auch 10 Minuten alleine da und es passiert gar nichts. Das kann natürlich sein. Schauen wir mal. Was denkst du? Passiert was, oder? Ich bin ja der Meinung, dass sich mehr Männer umarmen als Frauen, aber immerhin wird das passieren. Das glaube ich auch, leider. Der Maxi ist auch so ein korrekter Typ, muss man auch dazu sagen. Ist wirklich einer der korrektesten Typen, die ich jemals kennengelernt habe. So ein guter Freund geworden. Wir haben uns damals im Fitnessstudio kennengelernt. Also ich war damals Trainer im Cleverfit. Das war damals meine allererste Arbeitsstelle in Wien, wo ich mein duales Studium auch parallel noch dazu gemacht habe. Und er war auch gerade neu nach Wien gezogen und wir sind irgendwie durchs Training ins Gespräch gekommen, weil er eben auch Deutscher ist. Und ja, daraus ist eine riesen Freundschaft entstanden. Und in dem Fitnessstudio durfte ich auch noch so viele andere coole Jungs kennenlernen, die dann schlussendlich meine Zeit in Wien geprägt haben. Das war wirklich so eine Bande von richtig geilen Jungs, ja, von jungen Leuten, die einfach Bock hatten, was zu verändern, die Bock hatten, an sich zu arbeiten. Und das war damals auch wirklich das Beste, was mir passieren konnte, in so ein gutes Umfeld reinzurutschen. Von jungen Leuten, die einfach positive Energie mitbringen. Ich kannte das vorher nicht. In der Kleinstadt, wo ich vorher gelebt hatte, hatte ich solche Leute nicht um mich rum. Und all das, was heute entstanden ist, ist auch nur entstanden, weil diese Jungs mir damals geholfen haben, weil ich den Jungs weitergeholfen habe, weil wir uns unterstützt haben gegenseitig. Und schade eigentlich, dass diese ganze Freundschaftsgruppe so ein bisschen zerbrochen ist. Der eine ist jetzt in Berlin, der andere in München. Ein paar andere in Dubai, weil sie ihr Business groß aufgebaut haben und andere wiederum irgendwo anders in der Welt. Und ja, so ist es halt. Ja, die Zeit damals, die ich da in Wien erleben durfte, diese 5 Jahre, die ich da gelebt habe, das war die schönste Zeit meines Lebens. Ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese schönen Abenteuer denke, die ich damals mit meinen Jungs erleben durfte. Und auch wenn ich heute manchmal zurückdenke und vielleicht irgendwann mal auch älter bin und sage, ey, Mann, jetzt ist bald vorbei. Ich werde mich an diese Tage zurückerinnern. Das waren so schöne Zeiten, die mein Leben so erfüllt haben.
Und hey, wenn du jung bist, bring dich selbst in ein Umfeld von jungen, coolen Leuten, mit denen du dein Leben bereichern kannst, weil das ist das Beste, was dir passieren kann. In einer Großstadt am besten, weil da findest du eher die Leute, die zu dir passen. Aber ich sehe durch die Brille eh nicht, wer es ist. Ja, ich mache am besten die Augen zu und dann passiert schon irgendwas Cooles sicherlich. Pause immer sinnvoll nutzen, in dem Fall einfach mal dahinstellen, blinkende Brille und schauen, was passiert einfach. So Leute, das Experiment geht los. Ja, die Haare waren auf jeden Fall auch am Start damals, ne? Also schöne Dauerwelle gefühlt auf dem Kopf hier. Wir schauen jetzt, was passiert. Ich werde jetzt genau 10 Minuten hier stehen, mehr nicht. Mehr habe ich nicht Lust hier zu stehen mit der blinkenden Brille. Wir schauen, ob mich wer umarmt, ob sich das jemand traut. Ich bin gespannt. Frühhacks ist vorbei, ich habe mich umgezogen und ich habe ein krasses Lächeln auf den Lippen. Ja, also das ist wirklich eine ganz geile Sache. Wenn du Momentum erschaffen möchtest, wenn du in guten Modus kommen möchtest, mach irgendeine Kacke. Ja. So schön musst du jetzt auch nicht machen, aber theoretisch eine gute Möglichkeit, um mal ein bisschen eine coole Zeit zu haben. Man muss eigentlich noch mal in Aktion kommen. Ja. Da muss eigentlich noch mal was passieren. Ja, das war wirklich lustig. Ich meine, hey, sind wir mal ehrlich. Du brauchst nicht irgendwelche verrückten Dinge machen, um in sozialen Modus zu kommen und Frauen kennenzulernen. Für uns war das damals lustig. Auch jetzt, wenn ich mit meinem Kumpel, dem Joey, unterwegs bin, wir waren ja vor 2 Jahren auch nochmal auf dem Festival, da haben wir auch ganz viel Müll gemacht, um einfach eine schöne Zeit zu haben. Natürlich bringt einem das eher eine soziale Stimmung, um Frauen anzusprechen. Aber die Grundessenz, die du dir mitnehmen musst, ist, hab einfach Spaß beim Frauen ansprechen. Hab Spaß an deinem Leben. Feier dich selbst. Hab eine schöne Zeit mit deinen Jungs. Ja, wenn das passt und du bisschen was richtig machst, wenn du auf Frauen zugehst, dann wirst du immer genügend Frauen kennenlernen, weil Frauen möchten an diesem Leben teilhaben dürfen, an diesem geilen Lifestyle, wo was Cooles passiert, ja, also bah, mir gibt es auch gerade wieder so viel Motivation, im Sommer noch schöne coole Dinge zu erleben, übelst nice. Ich muss dem Max jetzt mal ein Bild schicken hier, dem schicke ich jetzt mal ein Bild gleich hier, ja, hier guck mal, ich mache hier gerade eine Auswertung von unserem Video, da würde er sich bestimmt freuen und sich das auch nochmal anschauen. Also wir schauen, was passiert, bis später. Jo, bei denen bin ich richtig abgeblitzt bei dieser Gruppe, das weiß ich noch. Da, es hat wiederum gut funktioniert mit der Süßen im Schwarzen. So Leute, genau hier sind wir heute Nacht aufgewacht. Ja, nicht heute Nacht sind wir da aufgewacht, sondern am Morgen bzw. am Mittag. Ja, wir haben uns nachts die Liegen dort aufgebaut. Da war halt keiner dort, weil wir wollten halt draußen schlafen wieder, brauchten kein Zelt, weil sowieso kein Regen angekündigt war. Und dann sind wir eingeschlafen, früh aufgewacht, beziehungsweise mittags aufgewacht und überall waren Leute um uns rum. Ja, weil das natürlich so eine belebte Badewiese dort ist. Und wir haben das halt gar nicht gecheckt, wir lagen da wie so 2 Obdachlose und haben geschlafen. Und um uns rum waren auf einmal ganz viele Leute. Wir waren gestern noch bis um 3 Uhr beim Festival und wollten eigentlich wieder im Zelt schlafen. Nur hat dieses Sturmwarnsystem angezeigt, dass wahrscheinlich ein Gewitter kommt. Also haben wir uns dazu entschieden, lieber im Auto zu pennen. Das Problem war nur, im Auto wurde es dann irgendwann so warm und zwar so unbequem, dass wir früh um 6.30 Uhr dann hier zu kommen. Okay, dann war es so. Dann sind wir erst früh dann da hingegangen. Ja, ich weiß es nicht mehr. Haben die Liegen aufgebaut und haben uns hier hingelegt. Da war noch keiner da. Ich habe mir das schon gedacht, dass dann extrem viele Leute kommen. Deswegen haben wir uns Kopfhörer reingetan. Haben tatsächlich bis um 12 Uhr geschlafen. Ja, sind aufgewacht und es waren so viele Leute um uns rum. Es ist unglaublich, dass wir es überhaupt geschafft haben, da zu schlafen. Und es ist total komisch gewesen auf jeden Fall. Zu gestern, es war okay. Wir hatten einen richtig, richtig geilen Abend. Das Problem war nur, was neue Kontakte anging, war es ziemlich schwer. Ich habe mich beim letzten Festival auch schon richtig schwer getan, weil es einfach schwierig ist, wenn du nüchtern bist ein normaler, cooler Typ und
hast es einfach mit diesen ganzen besoffenen Creeps zu tun, von denen du dich unterscheiden musst. Ja, Festivals sind halt eine eigene Energy, ne? Also klar, man kann da gut Frauen kennenlernen und auch mal seinen Spaß haben. Das durfte ich später auch alles noch erleben. Wie gesagt, das Video ist schon sehr, sehr alt. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, systematisch Frauen kennenzulernen, auf Dates zu bewegen, auch mal langfristig was zu finden, ist Festival nicht unbedingt der beste Spot, weil die Frauen gehen ja dahin, um Spaß zu haben, besaufen sich. Auch viele andere Typen sind da, die besoffen sind. Die sprechen natürlich auch Frauen an und dementsprechend, naja. Gut, aber wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß. Es war sehr, sehr cool und ich erinnere mich, dass jetzt auch gleich nochmal was Cooles passieren wird hier in dem Video. Deswegen haben wir uns überlegt, machen wir jetzt hier noch eine Stunde Vollgas. Direkt am Strand, wie wir es letztes Mal auch schon gemacht haben. Ich bin gespannt, es wird sicherlich funktionieren. Wir haben leider nur eine Stunde Zeit, weil wir dann zurück nach Wien müssen. Haben uns aber eine ganz spezielle Taktik ausgesucht, denn wir wollen ja effektiv handeln. Ich bin immer ein Freund von effektivem Handeln, von Zeit sparen. Und ehe wir jetzt ewig umherlaufen, ich sehe ja Maxi schon bereit. Werden wir jetzt einfach hier mit der Drohne über den Strand fliegen und schauen einfach mal, wo hübsche Frauen liegen. Merken wir uns das einfach und gehen dann da gezielt direkt hin. Also total einfach, total cool. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Der Maxi ist schon startklar. Wir fliegen jetzt einmal über den Strand, schauen, wo was ist. Dann gehen wir dahin gezielt, probieren nochmal alles rauszuholen. Vielleicht können wir noch ein paar gute Kontakte knüpfen heute. Also, schauen wir mal. Ja, die süße Linda, ne? Die habe ich damals dort angesprochen. Die habe ich später auch noch gedatet, weil ich ja öfters mal in Ungarn am Balaton bin oder auch war in der Vergangenheit. Und das musst du dir so vorstellen, wir sind wirklich mit der Drohne da lang geflogen und haben halt geschaut, okay, wo gibt es da Möglichkeiten? Das kann man ja dann auf dem Handy sehen. Und dann bin ich ganz gezielt zu ihr hingegangen, weil ich gesehen habe, jo, das ist mein Typ, die ist da alleine am Chillen. Und dann bin ich halt hingegangen, habe die angesprochen, es hat wunderbar funktioniert. Und dann bin ich die Drohne noch mal nach oben geflogen, um einfach so ein bisschen rumzuspielen, um noch eine Aufnahme zu machen von uns. Also so ist die Aufnahme entstanden. Und ja, ey, wunderschön. Geil, schöne Zeiten damals. Und der Maxi war bewaffnet mit der Cam daneben, hat sich als Badetourist mehr oder weniger getarnt und hat sein Buch gelesen. Ich weiß gar nicht, warum ich das so lange habe laufen lassen. Man könnte es auch kürzer schneiden, aber anyways, wir hatten ein ziemlich langes Gespräch, wie so ein spontanes Date, haben Kontakte ausgetauscht. Sie musste dann weiter auf Arbeit, wir mussten nach Wien und dann hat es ja Gott sei Dank noch geklappt, dass wir uns tatsächlich später nochmal wiedersehen konnten. Und das ist natürlich cool, wenn man so einen Kontakt hat an einem schönen Ort, wo man sowieso häufiger mal ist. Das hatte ich mir damals auch immer so vorgestellt. Boah, irgendwann mal werde ich eine Freundin haben am Plattensee, weil ich so häufig da bin. Bestenfalls wohnt die direkt da, dann kann ich immer bei der pennen. Und ja, sie kam irgendwo aus der Nähe vom Plattensee, war aber auch häufiger dort. Und ja, geil einfach, wunderschön. I will come back, okay. And I will buy a house here and a ship and we'll okay, next year we will meet in your house. I think I need more time for it. Sorry. I need more time. Ja, aber das ist wirklich auch ein großer Traum von mir, eines Tages mal ein Schiff zu haben auf dem Plattensee, ein Haus, vielleicht auch eine Wohnung dort zu mieten mit meinem Dad bzw. mit meinen Eltern, dort auch mehr Zeit verbringen zu können, weil wir sind öfters mal dort, auch im Urlaub. Ich fahre nach wie vor auch gerne mit meinen Eltern in Urlaub, einfach, ja, weil ich gerne Zeit mit meinen Eltern verbringe, mit meinem Dad ein bisschen angeln gehen, mit meinem Neffen ein bisschen angeln gehen. Und ja, das ist absolut erstrebenswert, ja, auch Ziele zu haben, wo man finanziell Gas geben muss. Ja, daraus sind ja auch die Dinge entstanden, die ich jetzt mache im Endeffekt. Dass ich noch mehr an meinem Coaching-Business gearbeitet habe die letzten Jahre, dass ich noch mehr Kunden betreuen durfte, noch mehr Kunden erfolgreich machen konnte, dadurch noch mehr Empfehlungen reinbekommen habe und so weiter und so fort. Das ist ja eine Aufwärtsspirale, die man sich entwickeln kann. Und nach wie vor ist das natürlich auch
meine Motivation, ja, da noch mehr Gas zu geben. Nicht nur, weil ich mir irgendwelche Dinge kaufen möchte, sondern weil ich dich auch motivieren möchte, solche schönen Sachen zu erleben, wie ich das damals erlebt habe. Oder auch richtig hübsche Frauen einfach mal zu daten, wie ich das tagtäglich erleben darf. Oder irgendwann mal auch die perfekte Partnerin für dich zu finden. Und ey, das ist geil. Ich merke das ja bei meinen Kunden. Die haben auch solche Erlebnisse. Wir haben da eine geile Community. Und ich bin froh, dass ich damals durchgezogen habe. Dass ich einfach gesagt habe, come on, auch wenn die ersten Jahre hart werden, ich da richtig Gas geben muss und vielleicht nicht so viele Kunden habe, egal, ich bleibe einfach dran, ich ziehe durch. Und bis heute hat es sehr gut funktioniert. Und ich fühle mich immer noch ganz am Anfang. Da steht noch so viel vor mir, was ich noch alles besser mache. Was ich noch alles machen kann, um noch mehr in die Sichtbarkeit zu kommen, um noch mehr Kunden für mich zu gewinnen, die ich erfolgreich machen kann. Es ist einfach der Prozess, den ich auch hier liebe, in diesem ganzen Business, und dementsprechend weiß ich, ich werde da erfolgreich werden, weil es macht mir Spaß. Und genauso muss das Thema auch bei dir auf deiner Reise angehen, ob das jetzt im Bereich Dating oder im Bereich Finanzen oder wo auch immer ist. Hab Spaß am Prozess. Das ist wirklich die Kernmessage, die ich dir mitgeben möchte in dem Video hier. 5 years. Oh, 5 years, das ist ja jetzt schon um. Oh, ich dachte, okay, alles klar, muss ich mich ja dann doch langsam mal beeilen. I will find you here under the street. Okay, we have a contact, so you can. If you find me. Yes, I will find you. I think okay. I have Wi-Fi there. So. Yeah. Okay, then. Have a nice day. And look my stories. Okay. I will write you. So Leute, es ist vorbei. Es gab noch ein persönliches Ende, es hat nochmal funktioniert, nachdem ich vorher ja wieder so ungefähr 10 andere Frauen angesprochen hatte, von denen keine, wirklich keine Englisch konnte. Ja, das ist immer so das Problem gewesen auch am Plattensee und ist auch immer nach wie vor das Problem. Da gibt es echt wenige Frauen, die gutes Englisch sprechen. In Ungarn sprechen die irgendwie kein gutes Englisch. Also auch wo ich früher häufiger mal in Budapest war, war das immer so ein Kernproblem. Man musste immer mehr Frauen ansprechen, um überhaupt mal welche zu finden, die Englisch sprechen, die dann auch verfügbar sind und wo es funktioniert. Aber der Fleißige wird immer belohnt. Und ein Budapest-Video habe ich auch noch irgendwo rumliegen, auf das ich bald mal reacten werde. Habe ich da noch eine gefunden, die Englisch konnte und bei der es auch funktioniert hat. Das Wetter hat sich komplett verändert. Hinter uns zieht ein Gewitter auf. Für uns ist jetzt Zeit zu gehen. Für dich auf jeden Fall das Learning nochmal an der Stelle. Festival ist cool, macht auf jeden Fall Spaß, ist auch viel möglich. Ich würde behaupten, es gibt bedeutend einfache Wege, um deine Traumfrau kennenzulernen. Du musst dich halt auf einem Festival immer von diesen ganzen besoffenen Typen unterscheiden. Es ist eine ganz andere Stimmung. Je nachdem, was deine Ziele sind, wirst du sicherlich auch Ergebnisse haben. Nur für meine Ziele ist es auf jeden Fall nicht das Richtige. Wir hatten trotzdem einen richtig geilen Tag dort und jetzt eben auch nochmal am Strand. Schönen Spaziergang mit einem super Ergebnis. Also ich bin happy. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen was gelernt. Es war eine coole Unterhaltung. Wir machen uns jetzt auf den Weg zurück nach Wien. Das nächste Abenteuer steht schon wieder vor der Tür. In 2 Wochen geht es wieder los. Wohin es geht, sage ich dir natürlich noch nicht. Ja, das müsst ihr dann wieder feststellen. Mit wem es dahin geht, sage ich dir auch noch nicht. Das wirst du dann auch feststellen. Also freu dich drauf, wird auf jeden Fall richtig cool. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Und ja, bis zum nächsten Infield, bis zum nächsten Abenteuer. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao. Ja, absoluter Hammer. Ja, es war wirklich sehr, sehr geil. Ich hoffe, du hast jetzt Motivation getankt, diesen Sommer richtig Gas zu geben, auch mal solche Sachen zu erleben. Ja, weil es ist möglich. Ich habe es damals geschafft, in jungen Jahren. Meine Skills waren damals noch bedeutend nicht so gut, wie sie jetzt sind. Und ich durfte auch damals schon Frauen kennenlernen. Und es macht einfach Spaß. Wenn du jemanden brauchst, der dich da so ein bisschen an die Hand nimmt, der dir klare Abläufe mit an die Hand gibt, dass du auch abseits von solchen Erlebnissen Frauen in dein Leben ziehen kannst, dann möchte ich dich hier gerne mal einladen für ein kostenloses Beratungsgespräch. Ja, du kannst dir hier unter dem Video auf dem Link, da klickst du mal drauf, ein Beratungsgespräch mit mir buchen. Da klickst du drauf, buchst dir einen Termin. Dann sprechen wir mal kurz am Telefon zusammen persönlich und ich schaue mal nach, wie ich dir weiterhelfen kann, was aktuell deine Situation ist, was deine nächsten Schritte sind und wie auch eine Zusammenarbeit aussehen kann in dem Bereich. Und es ist nicht mehr so ein Kindergarten wie früher hier in dem Video, mittlerweile auch alles schon sehr professionell und ja, auf jeden Fall zielführend, weil ich sehe das Woche für Woche bei meinen Kunden, die Gas geben, die haben alle ihre Erlebnisse, alle ihre Frauen, die sie daten, finden auf lange Sicht auch immer die perfekte Partnerin daraus und das ist natürlich auch alles für dich möglich. Dementsprechend freue ich mich auf dich, wenn du dich hier einträgst. Die Zeit für dich nehme ich mir gerne, wenn du da was verändern möchtest. Ansonsten lass mir gerne noch ein Gefällt mir da, wenn dir das gefallen hat. Abonniere meinen Kanal, Glocke abonnieren. Wenn du ein Videograf bist und du sagst, hey, ich hätte auch Bock auf solche Abenteuer, hey, schreib mir mal eine Nachricht bei Instagram. Da können wir mal schauen, vielleicht machen wir mal den einen oder anderen Ausflug zusammen. Ich nehme dich mit, zeig dir ein bisschen was. Du machst schöne Videos und natürlich kriegst du auch eine Bezahlung dafür, ganz klar. Also, wäre auch cool und wir sehen uns im nächsten Video, beziehungsweise hören uns am Telefon. Bis dahin, alles Gute. Bye, bye.